Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Anno 1800, der Closed Beta. Ja, gut, wir versuchen jetzt hier weiterhin das auszugleichen. Oh, jetzt ist er weg mit dem Newspaper. Na, blöd gelaufen, egal. Auszugleichen und irgendwie unseren Handel zu betreiben. Aber so ganz klappen will das noch nicht. So. You can rely on us. She's small, but she's keen. Steersman, where's your magic touch? Boy, everything's on hold till you get back. Where did you say you'd come from? I was wondering where that naughty ship got to. Was sollen wir tun? Ach so, ich glaube. Ah, ich glaube, wir sollen eins von seinen Schiffen einfach eskortieren. Oder vielleicht. Ja, kann man ja einfach mal probieren, ne? Wird schon nicht kaputt gehen. Ich hätte gerne Details dazu. Ah. Will can fast carrying out with the sail. Okay, aber. Bitte. Have asked of him instead. He hopes that if you take the assassination target far enough away, the board will be convinced he's done. Could this be my lucky island? Don't forget, it was me what put you on the map. Ne, ich will jetzt erstmal nicht, dass sie irgendwelche weiteren Dinge erobern. Ja, weiß ich jetzt gerade irgendwie auch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Oh. Weil die Schiffe sehen halt auch einfach geil aus, ne? so. Gut. Wir haben jetzt natürlich auch mal wieder einen heillosen Überschuss hier. Full Output Storage für Kartoffeln. Das heißt, wir können. Das kann man alles mit Kartoffeln machen. Schnaps, glaube ich. Ja, genau. Also können wir noch eine Schnapsdistillerie hinzufügen. I am Heshua Princess Jean. My father and mother send me as an ambassador. Ja, herzlichen Glückwunsch. Perhaps you are a dragon among mortals. Ja, ganz sicher. Oh. Ja, dafür müssten wir das Essen erstmal haben. Das wird etwas schwierig, fürchte ich. So, Full Output Storage auch hier. Ein Stahlträger. Irgendwie müssen wir es schaffen zu handeln. Es ist etwas schwierig. Is it implied to ask if you have finished? Irgendwie verstehe ich hier. Select the ship to begin escorting it. Aber wo ist denn das Schiff? Wo übersehe ich das? Should I fear for pirates? Natürlich solltest du das. Tell me you are moral and not yet another crook-fingered wretch. Okay, sehr freundlich, vielen Dank. Don't worry. Most only look at the pictures. Say what? Wenn ich so viel Geld hätte.
crossed on a Daniels. Ihr Target Place. Also ist er im Prinzip. Hm. Ich verstehe es noch nicht ganz. New orders, Admiral. Make sail. Ich verstehe es nicht. Everything's on hold till you get back. Ja, aber hier ist das Schiff. Ey, Mann. Ja, irgendwie komme ich nicht so ganz damit klar. Ich verstehe es nicht. Everything's on hold till you get back. Ich weiß nicht, was er von mir will. Und wo ist, wenn dieses Schiff, was ich eskortieren soll? Das muss doch hier irgendwo sein. Und auf der Karte wird es ja irgendwie auch nicht toll angezeigt. Wenn ich hier alles rausnehme, außer Quest, dann habe ich doch nur diesen einen Punkt hier. Und da oben? Nee, da oben nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ah, das sieht irgendwie cool aus. My life is my prison. Naja. Hier können wir was verkaufen. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Was will er denn haben? Seife und Kartoffeln. Das finde ich gut. Das scheint doch eine erste mögliche Handelsroute zu sein. So. Du kannst. Hier. Nein, ich will. Genau umgekehrt. So. So, beladen soll er hier Seife. Okay, 20 Seife. Und was wollte der noch? Kartoffeln. Also, achso, 20 Seife und Kartoffeln. So viel wie halt passt. Gehen noch mehr Kartoffeln? Nee, das ist zu viel. Gut. Also, das entfernen. Gut, so. Und ausladen dann. Achso. Nein, nicht laden. Ausladen. Ausladen. Genau. So. Jetzt müsste das funktionieren. Hoffentlich. Ich weiß immer noch nicht, was du von mir willst, Junge. Und ich habe schon wieder vergessen, die Stoppuhr zu starten. Das ist fantastisch. Das passiert mir jetzt bei jeder zweiten Folge. Naja. Canned Food, das haben wir leider nicht. Is it implied to ask if you have finished? This is the outer ocean. From what is known. So, da vielleicht mal ganz freundlich fragen. Keine Chance. I think I may skip this particular. Ah, okay. Ja. Das war nix. Aber ich will doch nicht im Krieg mit der sein. Ach, ja. Auch keine Chance. Maybe I'll give part two. Boah, zwei. A small part. Keine Chance auf. Oh. Das ist ja grauenhaft. Ja, ich weiß gerade echt nicht, wie ich das angehen soll.
Game saved. So, naja, erstmal wieder ein paar neue Häuser bauen. We all like a nap in the orchard. So. Die Kirche können wir noch nicht bauen. Und sonst, was ist das hier? Town Hall. Ja. Naja. My basket is flowing over. Eigentlich müsste man das hier irgendwo so mitten reinsetzen, aber. Ich weiß nicht, wie groß das jetzt ist. Das kann ich so schlecht erkennen, aber genauso groß wie ein normales Haus, glaube ich, oder? Ah, nee, doch nicht. Egal, ich setze nach hier unten hin. Besser als gar nicht. So. Jetzt brauchen wir. Oh, Brot ist knapp. So, eine weitere Mehlmühle. So. Und dann noch eine Bäckerei dazu. Gut, so. Immer noch 100 zu viel. Wie sieht's denn mit meiner Handelsroute aus? Ist es das Schiff? Nein. But can sink it also. Die patrouillieren. Ah, und hier hinten ist mein Boot, was sich umschaut. Und guck auch mal nach hier hinten. We have been too hesitant towards the sea. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Stations. Alles Gunboats. Fregatte. Hier, wie sieht's denn gerade aus? Wo ist denn die eine, das eine Schiff hier? Gut, das fährt jetzt. Wo kommt das denn her? Naja, egal. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich besiedle einfach mal jetzt eine neue Insel. Irgendwie ist gerade etwas kritisch. Hier auf der Insel. Weil wir oder eigentlich will ich die nicht besiedeln. Eine neue Insel. Aber es passt irgendwie gerade nicht gut. So, mehr Weizen wird hier gebraucht. Irgendwie kommen wir nicht richtig voran. Und wenn wir einen großen Teil der Produktion eben auslagern könnten, wäre das eigentlich ganz gut. So. Weizen sollte jetzt wieder ausreichend vorhanden sein. Okay, vielleicht auch nicht. Zur Sicherheit baue ich einfach nochmal ein weiteres Feld. Kann ja nicht schaden. Farmer sind ja recht einfach zu beschaffen. Oh Gott, geldtechnisch ist jetzt wieder schwierig. Ja, irgendwie canned food. Kriege ich das irgendwo sonst her? Weil sonst kann ich das nicht
Weil ich keinen roten Pfeffer bei mir auf der Insel habe. Mano. Irgendwie läuft das gerade nicht. Es läuft nicht, wie es sollte. Ah. Gut, wie sieht's hier? Im Prinzip alles ist voll hier an. Kartoffeln sind völlig überfüllt. Das Lager. Aber wofür braucht man Kartoffeln? Ich weiß es nicht. Eigentlich. Wofür braucht man Kartoffeln? Weil Dosen essen geht halt gerade nicht. Missing Goods, was fehlt hier? Ah, der komische Schleimzeug oder was? Ah, es läuft gerade nicht. So, aber wir können noch ein paar neue Farmer hinzufügen. Ein paar neue Häuser für die Farmer. Weil die sind auch schon wieder knapp. So. Irgendwie ist, glaube ich, gerade eins unserer Hauptprobleme, dass wir keinen Handel aufbauen können. Daher eben auch ein Problem haben mit überflüssigen Ressourcen und fehlenden Ressourcen. So. Hier fehlt nach wie vor Weizen. Aber eigentlich müsste genügend da sein. Ist vielleicht das Warenhaus überlastet? Nein, ist es nicht. Hier fehlt Kohle. Und plötzlich hier nochmal den Köhler für die Holzkohle. Vielleicht lässt sich damit dann ja hier arbeiten. Was ist hier? Kein Warenhaus. Okay. Das ist ja noch ein Problem, was man einfach lösen kann. Ach, da ist auch keine Straßenverbindung. Daran liegt das. Gut, dann glaube ich, habe ich den Fehler gefunden, warum es auch Probleme bei der Zulieferung gab. Und es fehlen Farmfelder. Tell you what? How about this? Ja, sagen wir es mal so, das Geld habe ich nicht. Und der wird wieder wütend, weil ich es dann ablehnen muss. Ah, das ist ein blöder Teufelskreislauf jetzt. Ja, ja. Gut, ja, irgendwie... Zu viele Segel haben wir auch. Irgendwie keine... Die einzige Person, mit denen wir handeln können, ist der Typ da oben. Und das, ach, das ist doch für den Arsch. So, dann fahren wir hier nochmal ein bisschen durch die Gegend. Und dann, ja, muss ich jetzt gleich einfach mal gucken, dass ich, ob ich will oder nicht, mal eine Insel bevölkere. Ja, die passt eigentlich recht gut. Wo wäre denn hier der Hafen? Gut, sehe ich jetzt noch nicht. Ist wahrscheinlich, bin ich mit dem Schiff nicht nah genug daran. Ist eine neue Insel entdeckt, auch gut. Ja, das ist eigentlich hauptsächlich eine Bergbauinsel, glaube ich, wenn ich mir das so angucke. Mit viel Kupfer und Kohle und Eisen.
Da kriegt man sonst kaum was drauf. Attention for the Admiral. Ja. These fabled lands exist after all. Don't come with doubts. Oh. Rescue Mission. So, dann gucken wir mal unser Flaggschiff. Nein. Ich will nicht. Warum haben die so eine niedrige Moral? Ich glaube, gerade möchte ich nicht. Das passt gerade nicht so gut. I am a humble servant of Her Majesty, called upon for delicate occasions such as these. Okay. Warum taucht der nicht im Diplomatiebaum auf? So, findet der hier noch irgendwas? Ja, doch, noch eine Insel von der fetten. Von der etwas korpulenteren Dame. Okay, ich glaube, dann eigne ich mir jetzt gleich mal hier die Insel hier unten an. Aber die werde ich mir dann erst in der nächsten Folge aneignen, weil ich habe ja die Stoppuhr nicht gestartet. Deshalb schätze ich jetzt einfach mal, dass die Folge zu Ende ist. Wenn sie zu kurz ist, tut es mir sehr leid. Wenn sie viel zu lang ist, auch. Ja, wie immer, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst wie immer auch gerne Feedback da. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer natürlich auch sehr über ein Like freuen oder sogar ein Abo. Und dann hoffe ich, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid bei Anno 1800, der Closed Beta. Und dann hoffentlich tschüss und bis zum nächsten Mal.